Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und ich habe euch ja im Januar gesagt, ich möchte dieses Jahr alle meine Survivor adapten. Und guck mal auf den Kalender, wir haben Mitte Februar. Muss mich ein bisschen ranhalten. Deswegen heute mit Mac der Versuch der Adapt-Challenge. Und deswegen laufe ich so langsam. Wir haben Ruin. Aber ich laufe so langsam, denn eins der Talente... Spritboost! Boost weg! Genau, Spritboost. Wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich anfange zu rennen, habe ich einen kurzen Boost. Ne, wie der Name schon sagt, ein Sprintboost. Wir haben Ruinen. Geh das aber mal hier ran. Das zweite Talent von Mac heißt Schnell und Leise. Damit kann ich lautlos durch Fenster springen, über Paletten springen oder in Schränke. Der Killer hört es halt einfach nicht. Und Adrenalin. Ich denke, das kennen auch ganz viele von euch, wenn ihr selber DVD spielt oder DVD schaut. Sobald der letzte Generator angeht, Killer Tanata dabei. Sobald der letzte Generator angeht oder davor die Luke geschlossen wird, werde ich um einen Gesundheitsstatus geheilt und bekomme einen kleinen Sprintboost. Genau, und ich sehe gerade, ich habe kein Medikit dabei. Wenn ich verletzt bin, muss ich Mates finden. Das wird ein Spaß. Gut. Können jetzt hier drin auch Totems sein? Nach der... dem Umbau? Müsste im Radius, Terrorradius gewesen sein. Oh nein, mein Sprintboost war schon wieder ready und ich habe ihn gewastet. Nein! Ich spiele nie mit Sprintboost, weil genau das jedes Mal passiert. Jedes Mal waste ich dieses Talent, weil ich es gewohnt bin, halt zu rennen. Jetzt gerade bin ich noch erschöpft. Jetzt kann ich rennen, wie ich möchte, ohne dass der Sprintboost triggert. Aber wenn wir mit dem Gen durch sind, wird das auf jeden Fall wieder runter sein. Das Herz da an der Seite. Und dann ist der Sprintboost wieder bereit. Ich glaube, die Fang ist direkt zur Rettung losgedüst. Wir sind im Terrorradius, aber sie wird uns halt jetzt hören. Sprintboost ist ready. Direkt abgehakt. Wir haben noch Ruinen. Und Sprintboost gewastet. Oh, ich sag's halt gerade noch, ne? Egal. War bloß noch zwei Generatoren. Ich glaube, die Spirit übt noch, oder? Müssen wir Angst vor Nöd haben? Ich kann verstehen als Anfängerkiller, dass man Nöd mitnimmt. Damit wir wenigstens... Oh! Sehr gut. Damit man wenigstens irgendwie am Ende 1-2 Kills und Punkte bekommt. Sind gerade zwei Leute verletzt, dementsprechend langsam geht das hier mit dem Generator. Louis ist geheilt. Aber die hat sich, glaube ich, selber geheilt. Weil die Feng hat doch da gerade das Totem gemacht. Da waren die zu zweit da. So, wir müssen aufpassen, ob wir einen Swoosh hören. Direkt abgehakt. Ich hoffe, die haben geliehene Zeit dabei. Okay, das Problem ist, wir haben dann jetzt die Generatoren alle auf einer Seite gemacht. Ich hoffe, die sind dann gut verteilt, die übrigen drei. Sie kommt, aber das ziehe ich durch. Ich habe noch nicht gehangen. Ich ziehe das durch.
Yui ist schon direkt da. Was auch immer sie da gemacht hat. Die arbeiten halt jetzt hier direkt nebenan. Das ist blöd. Ich geh mal weg. Wobei ich eigentlich Heilung brauche. Oder der letzte Gen geht gleich an und ich krieg Adrenalin. Das wäre halt auch richtig cool. Gerne Kiste. War in der Shack eine Kiste? Es ist nicht nötig geworden. Ich dachte gerade, warum stehe ich plötzlich? Adrenalin! Oh, Nea wurde gerade geschlagen, oder? Das heißt, wir haben keinen Nöt. Oha. Nea ist tot. Also rein theoretisch, ich würde einfach rausgehen. Wenn ich es raus schaffe. Ich hoffe, sie kommt nicht zu mir. Nein! Nein! Leute, helft mir! Hallo, Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Errungenschaft freigeschaltet, geschickte Mac! Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Aber sie waren nicht da. Sie haben mich hier nicht gerettet. Puh, ich habe es geschafft. Ich habe nicht so viele Punkte gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich war halt hauptsächlich am Generator. Aber ich habe es geschafft. Die Adept-Challenge mit Mac ist durch. Yay. Ich komme meinem Ziel immer näher, am Ende des Jahres alle meine Survivor-Adepte zu haben. Uns steht noch so viel bevor. Deswegen muss ich jetzt wirklich reinhauen und euch ganz viele Adept-Challenges zeigen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Es ist irgendwie eine Herausforderung. Es ist alles machbar. Ne? Man muss halt einfach auch nur mal Glück haben oder so. Aber es freut mich, wenn ich euch spannende Runden zeigen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, die Runde war spannend. Ich war sehr nervös jetzt am Ende. Ich dachte, ich schaff's nicht mehr raus. Ich sag jetzt aber tschüss für heute. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.